Ich habe mein Jojo mitgebracht, weil ich mit Ihnen übers Lernen nachdenken möchte. Als ich 16 war, habe ich im Fernsehen einen Film gesehen, in dem Menschen Tricks mit solchen Jojos gemacht haben. Ich war sofort fasziniert. Ich bestellte mir bei einer Firma in San Francisco so ein Original-Kugellager-Jojo. Das war noch etwas vor der Internetkommunikation bei mir zu Hause. Es war ein komplizierter Prozess und bange Wochen wartete ich auf das Paket. Als es kam, war so eine kleine Broschüre drin und die studierte ich intensiver als meine Schulbücher. Da waren nämlich die Tricks beschrieben, die ich lernen wollte. Ich übte, übte und übte. Das Surren des Kugellagers meines Jojos war überall da zu hören, wo ich mich aufhielt. Mit der Zeit schaffte ich es, dass das Jojo 20 oder 30 Sekunden unten blieb. Ich konnte einfache Tricks vorführen. Ich hatte etwas gelernt. Was ist Lernen? Eine ganz einfache Definition sagt, dass Lernen dann stattfindet, wenn Menschen etwas können, was sie zuvor noch nicht konnten. Mein 16-jähriges Ich konnte Tricks mit einem Jojo vorführen, von denen es einige Wochen vorher noch gar nicht wusste, dass es sie gab. Kinder lernen ständig. Sie spielen mit den Möglichkeiten, die ihnen ihr Körper, ihr Denken, ihre Beziehungen geben und entwickeln sich dabei. Sie verändern ihr Verhalten. Das ist eine andere Definition von Lernen. Lernen ist eine Verhaltensänderung. Für Erwachsene wie mich braucht es oft etwas mehr Anstrengung. Wenn ich jetzt beschlösse, etwas fitter zu werden und den Wunsch habe, einen Halbmarathon so mit einer anständigen Zeit zu bewältigen, dann müsste ich mir vielleicht schicke Laufschuhe kaufen und würde 2-3 Mal pro Woche in den Wald gehen, dann bald mal etwas intensiver, etwas schneller rennen. Und nach einem halben Jahr würde ich vielleicht das finnische T-Shirt vom Greifenseelauf bekommen. Motivation fürs Lernen zu finden ist so einfach wie seine Definition. Lernen hat eine integrierte Belohnungsfunktion. Weil ich etwas Neues kann oder weil ich mein Verhalten dann ändern kann, wenn ich es ändern möchte, bin ich motiviert dazu zu lernen. Kinder lernen lesen, weil sie mehr von der Welt verstehen möchten. Sie bewegen sich ohne Windeln, weil sie unabhängiger von ihren Eltern und von diesem Wickelritual werden möchten. Auch Erwachsene lernen beiläufig unglaublich komplexe Dinge. Beispielsweise, wie man Kinder begleitet, wie man sie erzieht, wie man eine Beziehung zu ihnen aufbaut. Lernen ist menschlich. Lernen ist leicht. Es ist so leicht, dass Menschen sogar so sinnlose Dinge lernen wie Jojo spielen. Mit meinen Tricks habe ich nämlich meine Freundinnen und Freunde damals mehr genervt als begeistert. Lernen ist menschlich, lernen ist leicht. Das ist ein Satz, den die Schülerinnen und Schüler der Klassen, die ich unterrichte, nicht so schnell unterschreiben würden. Für sie ist Lernen mit vielen Anstrengungen verbunden. Mit hohem Druck und viel Stress. Sie lernen, weil sie lernen müssen, um gute Noten zu bekommen. Für ihr Selbstbild, um den Erwartungen ihres Umfelds zu genügen, für ihre Zukunft. Wenn ich meine Klassen frage, ob sie lieber eine gute Lernerfahrung machen möchten oder eine gute Note bekommen möchten, dann entscheiden sie sich intuitiv und sehr schnell für die gute Note. Noten verdrängen in der Schule das Lernen. Sie kommen zuerst, tatsächliches, echtes Lernen kommt nachher. Was Englisch gibt, noch keine Note, da muss ich die Vokabeln ja nicht lernen. Das ist der Satz, der den Übergang vom Kind zum Schüler markiert. Lernen an Schulen ist oft Lernen in Anführungszeichen. Es geht nicht darum, etwas Neues zu können. Es geht auch nicht darum, sein Verhalten zu ändern, sondern es geht darum, Prüfungen bewältigen zu können. Ich bin hier, weil ich Sie für eine Vision begeistern möchte.
Es ist keine neue Vision, es ist auch keine sehr originelle Vision, sondern sie ist eigentlich absolut naheliegend. Ich möchte gerne das schulische Lernen von Noten befreien. Ich wünsche mir für meine Enkelkinder eine Schule, in der ihr Können im Mittelpunkt steht, in dem es darum geht, was ihre Stärken sind, in der sie die Freiheit haben, in ganz individuellen Lernwegen auch mit ihren Defiziten umzugehen, in der sie sich mit anderen messen und vergleichen können und nicht gemessen und verglichen werden. Ich lade Sie zu einem kleinen Gedankenexperiment ein. Stellen Sie sich vor, Sie würden für ganz alltägliche Dinge mit einer Note bewertet. Zum Beispiel, wie freundlich Sie sich am Arbeitsplatz benehmen. Oder wie gut Ihre Kochkünste sind. Oder wie umweltbewusst Sie sich verhalten. Am Ende des Monats kriegen Sie ein Zeugnis, wo Sie für all diese Aspekte eine Note bekommen. Was würde das mit Ihnen machen? Die Forschung sagt, dass das drei Effekte hätte. Erstens würden Sie das Interesse für diese Tätigkeiten verlieren. Sie würden sie ohne Motivation quasi mechanisch ausüben. Zweitens würden Sie sich möglichst einfache Aufgaben aussuchen, mit denen Sie möglichst gute Bewertungen bekommen könnten. Sie würden also beispielsweise am Arbeitsplatz ganz freundlich guten Morgen in die Runde rufen, wenn Sie dort ankommen, sich aber nicht mehr die Zeit nehmen, um mit einem Mitarbeiter ein schwieriges Gespräch zu führen, wenn Sie den Eindruck haben, es gehe ihm nicht gut. Und der dritte Effekt ist der, dass Sie oberflächlicher werden bei all dem, was Sie tun. Jetzt können wir das aufs Lernen von Schülerinnen und Schülern übertragen und sehen auch da, was Noten mit diesem Lernen machen. Schülerinnen und Schüler verlieren erstens das Interesse daran. Sie suchen sich einfachere Aufgaben aus, als sie sich eigentlich aussuchen sollten. Und sie werden in ihrer Lernaktivität oberflächlich. Der Prozess, um von Noten wegzukommen, nennt man Ungrading. Ja, ich habe jetzt ein Argument für dieses Ungrading vorgestellt, diese drei Effekte. Und das zweite Argument, das sehen Sie hier, das ist nämlich eine Einsicht, wie Noten zustande kommen. Zwei Schweizer Forscher haben über Jahre die Leistungen von Sechsklässlerinnen und Sechsklässlern in Schweizer Schulen ausgewertet und haben dann ermittelt, welchen Anteil die tatsächliche Leistung dieser Kinder an ihren Noten hat. Jetzt sehen Sie da, dass diese Leistung ungefähr zur Hälfte zu diesen Noten beiträgt und die restlichen 50% auf Faktoren zurückzuführen sind, die mit dem, was das Kind selber tut, nichts zu tun haben. Übertragen Sie das auf unser Gedankenexperiment, dann sehen Sie, Sie würden nicht nur eine Note für diese alltäglichen Dinge bekommen, die dazu führen, dass Sie das Interesse dafür verlieren, sondern diese Note, die Sie bekommen, hätte auch nur zur Hälfte mit dem zu tun, was Sie tatsächlich getan haben. Diese beiden Argumente, einerseits das Verflachen des Lernens, andererseits die fundamentale Ungerechtigkeit von Noten, führt dazu, dass dieser Prozess des Ungradings für mich ein wichtiges Anliegen ist. Dieses Entnoten, wie man auf Deutsch sagen könnte, löst bei Menschen aber viele Befürchtungen aus. Diese Befürchtungen haben damit zu tun, dass wir gelernt haben, schulische Leistung und Noten stark miteinander zu verbinden. Abschließend möchte ich drei dieser Befürchtungen Ihnen vorstellen und Ihnen zeigen, wie ich darauf entgegnen würde. Die erste sagt, lernen Kinder und Jugendliche überhaupt noch, wenn sie keine Noten bekommen? Gerade die Erfahrungen im letzten Frühjahr mit dem Fernunterricht haben gezeigt, dass die Lernaktivität bei vielen Kindern abgesunken ist, als klar wurde, dass es in diesem Semester kein Zeugnis gibt, bei denen Noten eingetragen werden oder dass keine Prüfungen stattfinden. Nur haben diese Kinder schon längst verinnerlicht, dass sie nur dann lernen, wenn es diesen Notendruck gibt. Es gibt zahlreiche Schulen im deutschsprachigen Raum, aber auch international, in denen Lernen nicht benotet wird und dort strengen sich Schülerinnen und Schüler ganz enorm an.
Amerikanische Elite-Universitäten haben aufgehört, Studierende zu benoten, weil sie gemerkt haben, dass es ihnen und ihrem Lernen nur schadet und die Lernaktivität genau gleich hoch bleibt, auch wenn es keine Noten mehr gibt. Die zweite Befürchtung ist etwas ähnlich gelagert. Sie sagt, im Alltag, im Berufsleben müssen wir uns mit fremden und auch ungerechten Urteilen ständig auseinandersetzen. Ist es nicht sinnvoll, Kindern dieser Zumutung eigentlich auszusetzen, damit sie stark werden und später wissen, wie man damit umgeht, wenn man diesen Bewertungen ausgesetzt ist? Meine Antwort darauf wäre, dass das Leben genügend Rückschläge und Niederlagen und unfaire Urteile bereithält, sodass die Schule nicht auf einer künstlichen Ebene das noch einmal verdoppeln muss, um Kinder zu stärken. Wenn ihr Lernen und ihre Fähigkeiten im Mittelpunkt der Schule stehen, dann befähigt sie das besser, mit Rückschlägen umzugehen als ein Notensystem. Die letzte Befürchtung sagt, dass Noten heute festlegen, wer Anspruch auf Plätze an Gymnasien und auf Studienplätze an Universitäten bekommt. Und wenn wir dieses Notensystem fundamental ändern, wir darüber nachdenken müssen, wie diese Zugänge geregelt werden. Das stimmt. Ja, wir müssen darüber nachdenken, wie diese Zugänge geregelt werden und uns dabei vielleicht auch die Frage stellen, ob es sinnvoll ist, Menschen, die wirklich lernen wollen, die gymnasial lernen wollen oder die an einer Hochschule lernen wollen, nur deshalb davon abzuhalten, weil sie schlechte Noten bekommen haben. Wäre es nicht sinnvoll, diese Bildungsressourcen denen zur Verfügung zu stellen, die sie nutzen wollen, statt eine künstliche Selektion durchzuführen? Vor ein paar Wochen hat das Schweizer Fernsehen eine Dokumentarsendung ausgestrahlt, bei der sie Sechsklässlerinnen und Sechsklässler dabei begleitet hat, wie sie den Notengebungsprozess erleben. Eine Szene ist bei mir besonders hängen geblieben. Die Lehrerin bespricht mit Mara das Zeugnis und sie sagt, du bist eine gute Schülerin, Mara. Maras Augen glänzen, sie freut sich über das Lob der Lehrerin. Dann schaut die Lehrerin nach unten aufs Zeugnis und sagt, aber du gehörst nicht zu den Besten. Zuerst kommen die, dann kommst gleich du. Die Lehrerin will der Mara das Zeugnis verkaufen. Sie will ihr erklären, warum sie nicht sehr gute Noten hat, sondern nur gute. Maras Blick geht nach unten, sie nimmt schnell ihr Zeugnis, sie rennt davon. Man merkt ihr die Enttäuschung an. Du bist eine gute Schülerin, Mara. Für mich hätte das gereicht. Befreien wir doch die Schule, die Kinder, die Lehrperson und die Eltern von diesem Druck, den Noten verursachen. Stellen wir das Lernen in den Mittelpunkt der Schulen. Lernen ist menschlich, Lernen ist leicht. Danke.